Maison Dorma ist eine Benefizgala, die ich veranstalte für die Stiftung Universitätsmedizin. Die Spendensumme von mittlerweile über 70.000 Euro sind für ein Förderprojekt der Stiftung Universitätsmedizin bestimmt, die im Bereich der HNO-Medizin das Projekt Innovations-OP 2025 möglich macht, mit dem Menschen noch besser therapiert werden können, die taub sind, die gehörlos sind und so den Zugang zur Musik wieder möglich machen kann. Ich finde, dass die Lichtburg für dieses Klassikkonzert, für diese Benefizgala der geeignete Ort ist. Es ist ein historisches Ambiente und besonders geeignet, um hier die tollen Gäste, die wir hatten, begrüßen zu können. Ich habe mich über alle Gäste gefreut, die da waren, die Tickets gekauft haben. Und besonders möchte ich aber hervorheben, dass Frau Babette Albrecht da war und auch Familie Rehagel. Denn das sind auch besondere Förderer und Unterstützer der Stiftung Universitätsmedizin Essen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass sie auch da war. Nicht nur die Gäste haben den Abend wunderbar gemacht, sondern unsere Künstler, die sich ja sofort bereit erklärt haben, hier pro bono aufzutreten. Mein persönlicher Dank gilt natürlich den vielen Sponsoren, die diese Benefizgala unterstützt haben und natürlich den Gästen, die Tickets gekauft haben und auch den Mädels der Stiftung, die mich hier so tatkräftig unterstützt haben, dass diese Benefizgala überhaupt so umgesetzt werden konnte. Herzlichen Dank dafür. Gänsehautmoment war natürlich wieder der krönende Abschluss Johannes Groß mit Nessun Dorma.